Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Ja, und zwar geht es in diesem Video um euch und eure Projekte. Mano Mano hat einen Projektaufruf gestartet, The Amazing Making Of. Und in diesem Projektaufruf geht es um sehr, sehr ausgefallene Projekte. Aber auch um euch, die zum Beispiel keinen YouTube-Kanal haben oder keinen Instagram-Kanal, aber ein sehr, sehr ausgefallenes Projekt schon gebaut haben oder vielleicht auch gerade noch bauen. Dieser Projektaufruf, der findet in 5 Ländern statt. Mano Mano ist ein Online-Händler. Da bekommt man zum Beispiel Werkzeuge, Gartenmöbel, Küche und aber auch Markengeräte wie Metabo, Bosch, Dewalt und Makita und was weiß ich. Müsst ihr mal bei denen auf der Seite gucken. Und die sind in 5 Ländern vertreten und dieser Projektaufruf startet auch in 5 Ländern. Und zwar einmal in Spanien, wo Mano Mano auch herkommt, Frankreich, Italien, England und in Deutschland wird das Projekt ausgerufen. Wenn ihr also ein ausgefallenes Projekt habt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so ein Schneidbrett oder irgendwie eine Kiste, sondern schon ausgefallene Projekte, ich zeige euch mal so kleine Teaser. Mon rêve c'est de faire le tour du monde et je voulais pas le faire n'importe comment, je voulais être autonome, je voulais le faire d'une nouvelle manière. Je me suis dit je vais construire ma propre maison pour habiter autour du monde. Et c'est parti, c'est dans le dur, ça fait flipper mais c'est vraiment cool. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, um welche Projekte es geht. Es geht um ausgefallene und kreative Projekte. Mano Mano unterstützt euch mit einem Materialwert von 5.000 Euro. Das heißt also, ihr könntet für euer Projekt einen Wert von 5.000 Euro zusätzlich dazu gewinnen. Wie könnt ihr mitmachen? Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Und unten in der Videobeschreibung habe ich euch eine Seite verlinkt von Mano Mano. Und die heißt auch theamazingmakingof.de. Da könnt ihr euch bewerben und anmelden, wenn ihr ein außergewöhnliches und kreatives Projekt habt. Der Aufruf, der startet heute mit dem Tag des Heimwerkens, weil heute ist nämlich auch der internationale Tag des Heimwerkens und endet am 24. Juni. Das heißt also, ihr habt einen Monat Zeit, euch dort zu bewerben mit eurem Projekt und am 25. Juni bis zum 29. Juni entscheidet eine Jury über euer Projekt. Und am 2. Juli wird dann der Gewinnerpreis gegeben. Zwischen Juli und November werden die Gewinnerprojekte verfilmt. Das heißt also, ihr bekommt dann Besuch und eure Projekte werden dann verfilmt und dann auch bei Mano Mano auf dem Kanal dann veröffentlicht. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Und zwischen September und Dezember erscheinen dann die Folgen von den Gewinnern. Also wir haben ja 5 Gewinner dann aus den jeweiligen Ländern, jeweils ein. Und da werden dann halt die einzelnen Videos gezeigt von den Projekten, die die Gewinner gemacht haben. Ich verlinke euch mal noch den Gewinner von 2016, glaube ich war das. Da hat so eine ganze Kombo, hat da so eine Wasserrutsche gebaut. Und das Video verlinke ich euch auch mal unten im Video, in der Videobeschreibung. Ja, das ist mal ein anderes Video jetzt von mir gewesen. Ich wünsche allen, die dort teilnehmen, viel, viel Glück und ich drücke euch die Daumen dafür, dass ihr mit eurem Projekt gewinnt. Und ich denke mal schon, dass der ein oder andere Tüftler oder Ideenfinder auch unter meinen Zuschauern ist und der sich da vielleicht angesprochen fühlt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort zahlreich mitmacht und ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure ganzen Projekte und auf eure Videos. Ich hoffe, dass ich die auch alle zu Gesicht bekomme, weil mich interessiert es ja schon, was ihr da so gebaut habt. Einige Sachen kenne ich ja schon von euch, die ihr mir schon geschickt habt und da kann ich eigentlich auch nur mit den Ohren schlackern, was ihr da so für Ideen und auch Zeit aufwendet und eine Geduld mitbringt, um euer Projekt zu verwirklichen. Von daher denke ich mal, sind ja bestimmt einige von den Zuschauern dabei, die sich dort angesprochen fühlen. Und ich würde mich freuen, wenn einer von meinen Zuschauern auch gewinnen würde. Ich schreibe auch nochmal die Teilnahmebedingungen jetzt hinten mit ins Video rein. Und wie gesagt, alle,
wichtigen Links und Informationslinks habe ich unten in die Videobeschreibung reingetan. Ich wünsche euch viel Glück und würde sagen, bis die Tage. Tschüss.